Hallo, ich möchte jetzt noch eine Kleinigkeit zeigen in Prolog, und zwar wie Sie Laufzeiten von bestimmten Algorithmen hier überprüfen können. Das Ganze möchte ich hier nochmal am Fibonacci zeigen. Ich habe hier einmal den rekursiven ohne Optimierung und dann einen noch mit Optimierung, wo dann zur Laufzeit zum Verzeichnis mit dem Assert dann die Ergebnisse hinzugefügt werden. Und das Ganze können wir überprüfen, indem wir erstmal unsere ganz normale Funktion hier definieren, beziehungsweise unser Prädikat hier hinschreiben und es hier mit Werten füllen. Ich glaube, für den Anfang reicht erstmal 10 aus, um das zu zeigen. Und um das Ganze müssen wir jetzt das Prolog-Prädikat time legen. Damit finden wir dann die Zeit heraus. Und dann mal wieder direkt einen Fehler gemacht. Also 10,x. Ja, und wir sehen jetzt, wir haben hier einmal 353 Inferenzen. Und dann am Ende nochmal 92. Ja, sind jetzt nicht sonderlich viel und Sie sehen auch an der CPU-Zeit ist mehr oder weniger egal. Er ist eh mit 2,5 Millionen Schritt pro Sekunde hier dann nicht so wirklich ausgelastet hier mit 350 oder so im Dreh. Das heißt, okay, merken wir uns mal so die Inferenzzahl und beschäftigen wir uns jetzt hier mit dem Fibreg mit Optimierung nochmal neu konsultieren. Ja, das Prädikat ist ja alles dasselbe, also nochmal abschicken. Ja, und jetzt fällt Ihnen wahrscheinlich auf, das ist ja wunderbar. Wir haben ja hier wirklich nur 46 Inferenzen und hier dann nochmal 9. Na, das ist wirklich wunderbar. Und ja, es ist wirklich sehr schön, dass man hier dann die einzelnen Algorithmen vergleichen kann. Und wenn wir es jetzt hier auf 10.000 oder so stellen würden, dann würden wir hier erst einmal ein Problem kriegen, weil der normale Fibreg geht bis maximal 26 waren das, glaube, und der Fibreg mit Optimierung liegt bei 15.000, wenn wir vorher nicht die Datenbank mit Werten im entsprechenden Raum hier erweitern, würde ich mal sagen. Aber das ist ein anderes Thema, hier wirklich dann nur die Time-Funktion, beziehungsweise Prädikat, wirklich sehr schön und die Inferenzen hier, wie viel stattfinden. Also kann ich nur empfehlen, die Algorithmen mit der Time-Funktion hier zu überprüfen. Und es gibt nämlich bei Prolog hier die Möglichkeit, hier einige Klauseln in anderer Reihenfolge zu schreiben und wir erhalten hier eine extreme Differenz, was die Inferenz betrifft. Und das ist manchmal sehr hilfreich und bei großen Algorithmen sinkt damit die Inferenzzahl auf ein Minimum. Gut, also hier einmal die Time-Funktion gezeigt. Okay.